Hier eine Übung zum Rechnen mit Klammern. Vor diesen Klammern steht das Minuszeichen. Also lassen wir dieses Minus mit den Klammern fallen, indem wir innerhalb der Klammern alle Vorzeichen ändern. Das ergibt dann also minus 3a Quadrat minus 2b Quadrat plus 5ab. So. Und vor diesen Klammern steht das Pluszeichen. Also lassen wir diese Klammern einfach fallen und das ergibt dann minus 3ab plus 9b Quadrat minus a Quadrat. Also so. Die Übung ist aber noch nicht beendet, denn wir können diese a Quadrat Termen addieren. Wir können auch diese b Quadrat Termen addieren, sowie auch diese ab Termen. Minus 3a Quadrat minus 1a Quadrat, das macht minus 4a Quadrat. Minus 2b Quadrat plus 9b Quadrat, das macht plus 7b Quadrat. Und 5ab minus 3ab, das macht 2ab. Und fertig.